Moinsen YouTube, willkommen zu Teil 5 Abenteuer Island mit dem Expeditionsmobil. Was steht diesmal an? Ein fürchterlicher Sturm droht. Ich biete die schönsten F-Roads Islands, Mondlandschaften, Furten und ich fahre mich tatsächlich noch in einer Furt fest. Dann mal viel Spaß. Moin YouTube, hinter mir liegt Vic. Bin ich gestern schon angekommen, stehe da auf dem Campingplatz. Heute ist gutes Wetter vorhergesagt. Das bedeutet in Island, es wird regnen. Allerdings nicht den ganzen Tag. Ich hoffe auf so 3-4 Stunden Regenpause, obwohl es gerade eben schon mal losgenieselt hat. Und ich will hier hoch auf dieses Kap. Da geht eine Spitzkehrenorgie nach oben, 200 Höhenmeter. Und dann kann man vorne auf das Kap und kann auf diese Klippen gucken und die ganze Küste lang. Man sagt, das wird lässig. Schon eine leichte Brise erwartet hier oben. Scheiße. Oh. Da hinten kommt ja der Regen, aber da vor mir ist so ein Haus. Guck ich mal, ob ich mich runterstelle für eine Weile. Ich lache mich schrecklich. Es ist abartig. Müsste man einen Zeitraffer machen hier. Achtung. Heute ist Sturmtag, also bis zu 100 Stundenkilometer Böen. Wer sich's leisten kann, bleibt stehen. Das war gestern schon angekündigt. Weiter im Osten haben sie die Straße gesperrt, da sind schon Autos umgekippt. Und wer schlau ist, stellt sein Auto so mit der Nase in den Wind, dass es wenig Angriffsfläche hat. Hier wackelt die ganze Karre und es ist richtig laut. Die Kleider kleppern. Da hört man's gerade in der Böe. Ich mache heute nichts, ich gehe nicht raus. Die Ringstraße wurde dann doch noch gesperrt. Das hat fast 24 Stunden am Stück geblasen, war dann nachts mit Ohrenstöpsel einigermaßen erträglich. Hier haben wir Nachbars Grill und die Außenküche noch gerettet und dafür gab es dann als Dank die halbe Flasche Schnaps. Das ist ja auf Island Gold wert. Moinsen, es ist Zeit für einen Klassiker. Hier hat es eine berühmte Lavahöhle, da kann man mit dem Auto tatsächlich hinfahren. Die ist hier an diesem großen langen Strand und der Klassiker ist, stell die Kamera da rein und fahr mit dem Auto vorbei. Mach mal. Also im Vergleich zu den Bedingungen im letzten Video in dem Laki Nationalpark mit Regen, Nebel, keine Sicht und glitschige Straße ist das hier geradezu eine Erholung. Gutes Wetter, kilometerweite Sicht, es ist ein bisschen hobbelig, aber eigentlich kein Problem. Schön, so kann es auch sein. Der Plan war ja, den Gletscher auf F-Roads, also Pisten, zu umrunden. Und für den ersten Tag war die F208 und die F235 geplant, zu so einem See da im Hinterland. Gestehen. Zu Anfang habe ich mich bei jeder Furt hier eingenässt. Inzwischen ist es so, dass es eine Enttäuschung ist, wenn das Wasser nicht mindestens bis zur zweiten Drittstufe geht. Das sind bei mir so 80 cm. Die Piste zum Langisjöer See, auf Deutsch Langer See, ist ein Träumchen. Schwarzer Lavasand, grünes Moos, rauf und runter. Ein paar steile Stellen hat es leider auch. Das ganze Gewürz mit der ein oder anderen Furt, also wirklich traumhaft. Würde mich jetzt nicht ernsthaft wundern, wenn jetzt demnächst der Marsianer hier irgendwo rauskommt. So krass hier. Musik.
Langensee selber fand ich jetzt nicht so beeindruckend. In der Nähe hat es aber einen weiteren See, das ist der Kamera, der Blautulon. Die Piste führt da ins Wasser und führt dann sozusagen im Wasser zu einem Drittel um den See rum. Und angeblich funktioniert das, wenn man sich nicht allzu weit von der Uferkante entfernt hält. Ich hatte da nicht die Eier für. Ein herzallerliebstes Plätzchen hier, oder? Moinsen, Tag 2 der Gletscherumrundung. Ich hatte hier die Nacht verbracht auf dem Campground. Die sind relativ teuer, diese Inlandsdinger, 2500, das sind so 18 Euro. Für das, dass du eigentlich nichts kriegst, also dass du da stehst. Dusche etc. geht da nochmal extra. Heute ist der Plan Lackmanner Lauda oder so ähnlich heißt das. Das ist das Mekka der Wanderer. Das ist auch ein geothermisches Gebiet, also heiße Quellen und so weiter. Und das sind so 40 Kilometer. Sie haben mich gewarnt, dass es relativ viele tiefe Furten hat. Also muss ich mir angucken, ob wir durchkommen. Gestern hat es nicht viel geregnet und es ist noch relativ früh am Tag, sollte sich eigentlich ausgehen. Furt Nummer 1. Also bis hierhin kannte ich es von gestern noch. Da bin ich nämlich dann da runtergefahren. Und hier sieht es ja aber so aus, als wären Reifenspuren drin. Da fahren auch die Ranger durch die Gegend und der fuhr da durch und da hinten wieder raus. Und die haben so eine Toyota PKW-Pickup-Dinger. Und ich glaube, ich habe mehr Bodenfreiheit und mein Schnorchel ist höher. Von daher sind das gute Nachrichten, das soll sich ausgehen. Na, das war dann ja wohl eher ein Pfützchen. Oh, oh. Es sieht geil aus, aber da geht es steil runter. Man sieht es auf der GoPro alles nicht so, weil es so weitwinklig ist. Das verzerrt, es sieht schneller aus, als es ist. Aber weniger steil. Aber gut, erster Gang. Und los geht's. Die F208 ist eine meiner Lieblingsstrecken in der Gegend. Die klettert erst auf einen relativ hohen Pass und senkt sich dann in ein Flusstal und man fährt dann praktisch die ganze Zeit im Flusstal entlang. Da geht die Straße gleich unten durch. Fett! So, da kommt jetzt nochmal eine sehr spezielle Flussdurchfahrt. Da warnen sie immer davor, aber da ist jetzt gerade ein Jeep durchgefahren, der hat es geschafft. Von daher soll es sich ausgehen. Basecamp. Angeblich steppt hier im August so der Bär, dass da alles voll ist. Von daher macht es Sinn, jetzt Anfang Juli hier zu sein. In den Bussen hier kann man einkaufen und hinten in den Hütten hat es Duschen und ein Kochzelt. So ein leichter Schwefelgeruch liegt jetzt aber trotzdem in der Luft. Das sagt uns, der Teufel ist in der Nähe. Die Großartigkeit von Islands Natur wird einem häufig gar nicht bewusst, weil einem nämlich immer der Größenvergleich fehlt. Also das hier ist eine alte Lavazunge, die sich da ins Tal ergossen hat und da unten laufen Menschen. Und wenn jetzt so ein Mensch 2 Meter groß ist, dann ist die Lavazunge da mal glatte 40 bis 50 Meter hoch. Bin ich bescheuert?
eindeutig. 7.30 Uhr, 5 Grad Außentemperatur und der Herr muss in den Hotpot, aber da ist noch ein anderer Idiot. Es ist so, dass hier ein Weitwanderweg endet und die ganzen Wanderer nach 3 Tagen sich wie Hölle freuen, sich den Schweiß vom Körper zu waschen. Deswegen ist da nachmittags oder abends sauvoll, aber morgens um die Zeit bin ich fast allein. So kühleres Oberflächenwasser und hinten auf einem Wasserfall richtig heiß. Dauergrins. Gehört eindeutig zu den Events auf Island, die man erlebt haben muss. Besonders morgens im Nebel. Also dieser Fluss da, der ist so leicht warm. Und dann waren ja da hinter mir so Wasserfälle. Und der Wasserfall ist richtig heiß, also da verbrennt es den Rücken. Und der Boden ist auch warm. Und deswegen ist es eigentlich auch gut, dass da nicht mehr als 4 oder 5 Leute drin sitzen. Weil in der Mitte vom Fluss ist einfach zu kühl. Und dann sammeln die sich sozusagen alle im Wasserfall. Und man zieht eigentlich auch die Beine an, wenn man eine Stelle gefunden hat, die so einigermaßen warm ist. Weil hinten am Rücken ist halt heiß, an den Füßen ist dann schon wieder kalt. Und man ist so sozusagen unterschiedlich gekocht. Wahnsinn! Moin YouTube, was geht? Tag 4 der Gletscherumrundung mit dem Expeditionsmobil. Ich fahre das Ding ja hier im Gegenuhrzeigersinn. Und hier geht es jetzt später auf der F225 raus, zurück auf die Ringstraße, ein bisschen Resupply. Name blende ich ein, ist unaussprechlich. 1477 ist der ausgebrochen. Kann man runterlaufen, halte ich jetzt aber den Finger nicht rein. Ich habe mich noch gewundert, warum die Leute hier alle aussteigen. Ich dachte, das ist ein sehenswerter Spot. Es ist so, dass diese Busse hier nicht hochkommen. Und je leichter der ist, desto besser geht's. Und der nimmt jetzt Anlauf. Ich musste auch schon zurücksetzen, damit er da drüber kommt. Schauen wir mal. Es tut weh. Juhu! Weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber ich glaube, dem hat es den Auspuff abgehackt hier. Pferdeurlaub kann man natürlich auch buchen auf Island. Das sind selbstverständlich meistens Deutsche und gegen die Fliegen haben die diese Imkerhüte auf. Ihr spürt es doch auch, oder? Ich hab so das Gefühl, der Asphalt kommt näher. Ich freue mich drauf. Ein Highlight knallt nahtlos an das nächste. Das ist ein ganz berühmter Wasserfall, weil da kann man nämlich dahinter durchlaufen. Alter, geil. Ist auch ein Mercedes, aber der fährt viel schneller. Sauerei. Das ist im Übrigen die Zufahrt zum Campingplatz hier. Das ist sozusagen der letzte Filter. Da kommen nur alle Radfahrzeuge rein. So sieht er aus, der Campingplatz. Total schnuckelig. Portsmouth oder so ähnlich heißt das hier. Ist bekannt, eines der schönsten Gegenden in Island überhaupt. Und da hinten ist später in einer Stunde ein Konzert. Und die Band hört sich richtig gut an. Wer sich jetzt fragt, wie man bei 7 Grad Außentemperatur und leichtem Nieselregen ein 2-stündiges Open-Air-Konzert übersteht, die bringen ihre Stühle mit, kommen ganz ordentlich vorgeglüht an und dann gibt es Bewegungstherapie und die sind durchaus emotional. Moin YouTube, man könnte ja meinen, ihr verfolgt mich. Immer wenn ich hier ankomme, seid ihr schon da. Das ist wie mit Hase und Igel.
Da hinter mir ist der Bazaar Campground, auf dem ich gestern angekommen bin. Und die ganze Gegend hier heißt Potsmöck oder so ähnlich. Ich wusste, dass das extrem spektakulär ist. Die Zufahrt ist allerdings ein Elend. Also man braucht so für die 30 Kilometer eine Stunde oder anderthalb. Das ist ein besseres Bachbett. Nichtsdestotrotz, man weiß nicht, wie man diese Landschaft beschreiben soll. Also da hat es einen Vulkanschlot. Da hinten runter einen alten Vulkankrater. Hier gibt es eine spektakuläre Wanderung den Canyon entlang. Wenn wir uns so rumdrehen, sehen wir da hinten unseren Gletscher, den wir seit mehreren Tagen umrunden. Und hier dieses grandiose Flusspanorama. Schöner geht's nicht mehr, oder? Abartig. Sieht man die vier Wanderer da oben, um die Dimensionen der Landschaft ein bisschen zu beleuchten. Wahnsinn. Manchmal überkommt mich ja sowas wie Rührung, hört sich vielleicht komisch an, dass nun gerade ich das Glücksschwein bin, das das hier erleben kann, oder? Das ist ja so grandios. Vielleicht kommt es auf dem Foto oder dem Video gar nicht so raus. Auf jeden Fall unbeschreiblich. Moinsen YouTube. Ich bin immer noch in der Potsmöck-Gegend. Das Schnuckelige da drüben auf der anderen Seite ist ein Jugendcamp. Kann man auch mit dem Auto hinfahren, muss nicht sein. Deswegen haben sie hier diese Brücken gebaut, diese Fußgängerbrücken. Vor zwei Tagen hat da so ein großer Allrad-Reisebus versucht, wieder zurückzukommen und hat drei dafür Anläufe gebraucht. Für mich geht es jetzt da auf den Höhenrücken nach vorne, da hat es einen spektakulären Ausblick. Ja, was eine Hammeraussicht hier oben, oder? Das ist immer noch unser Gletscher, um den ich jetzt seit fast einer Woche rumfahre, erst im Gegenuhrzeigersinn und die nächsten zwei Tage fahre ich ihn nochmal auf anderen Pisten andersrum. Die Besonderheit hier ist, dass da drunter ein Vulkan liegt und das ist der Katla-Vulkan. Das ist nur der viertgrößte auf Island, ist aber der aktivste. Und so alle 20 Jahre bricht der mal aus. Die Besonderheit da ist, dass der einen Vulkankegel hat, einen Vulkankrater, der 80 Quadratkilometer hat und darauf 800 Meter Eis. Und wenn da jetzt ein Vulkanausbruch ist, dann schmilzt das Eis da drunter, das Eis schwillt an, steigt nach oben und das kann man messen. Und die Besonderheit hier ist, dass sich das dann irgendwann nicht mehr hält und dann nachher hier durch die Täler durchbricht und in den 1900 irgendwas, ich blende es ein, war der letzte große Ausbruch und dann sind Eisschollen darunter gezimmert, dieses Tal, die waren 200 Meter lang und das ist dann der Grund, warum da unten dieses gigantische Delta ist. Also die hatten dann bei dem Ausbruch hier Beobachter auf den Hügeln stationiert, da gehören auch Eier dazu, oder? Und im Moment brodelt er wieder, also sie haben 500 Erdbeben gemessen in den letzten Wochen. Das heißt, man weiß, da geht was, aber wann er tatsächlich ausbricht, schauen wir mal. Moinsen! Ich bin in Keldur, das ist ein ganz berühmtes isländisches Gehöft. Geht zurück, die ältesten Teile, die man gefunden hat, 1641. Und das war bis 1946 in Betrieb. Dann ist der Mann gestorben, der Farmer, der letzte. Und die Bäuerin hat es dann nachher dem isländischen Staat gespendet. Und es ist ein wunderbares Beispiel für so traditionelle Bauweise. Also dieses Torfhaus da im Hintergrund, gehen wir gleich mal rein, ist so eine Küche drin. Und der weiße Teil daneben dran, den haben sie dann 1800 irgendwas dazu gebaut. Man sieht, dass die Menschen viel kleiner waren zu der Zeit, so wenn man sich die Betten und sowas und die Deckenhöhe anguckt. Also sehr beeindruckend. Und die Frage bei so einem Grasdach, die sich einem da stellt, ist ja, ist das dicht? Also es isoliert offensichtlich sehr gut und wie man hier erkennen kann, ist da eine Steinschicht drunter. Also das sind sozusagen Schindeln auf Holz und darüber kommt erst das Gras und dadurch war das relativ dicht und gut isoliert. Und bei Grabungsarbeiten hat man einen Fluchttunnel gefunden von dem Torfhaus hier runter an den Bach. Sie vermuten, dass das wegen der unruhigen Zeiten war, die damals geherrscht haben. Also Gletscherumrundung sozusagen letzter Teil. Die F210 soll eine der schönsten F-Roads in Island sein. Und wir fahren sozusagen jetzt im Uhrzeigersinn nochmal um den Katla-Vulkan rum, den wir ja vorher schon mal andersrum auf einer weiteren Schleife umrundet haben.
geht die Strecke ja allen Ernstes in einem Flussbett links. Das ist der Knaller, oder? Die erste, die war so tief, dass meine die Stoßstange hinten aufgesetzt hat und ich hing allen Ernstes im Bachbett fest. Ah, da war ich im Moment ratlos, dann habe ich aber die Mittelsperre rein und dann haben mich sozusagen die Vorderräder wieder rausgezogen. Oh, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also ja, die Stoßstange hat selbstverständlich einen Geländemodus, die kann man nach oben klappen und einhaken, die ist aber so schwer, das schafft man nur zu zweit und ich bin ja allein unterwegs, also blieb sie unten. Gott sei Dank gibt es die Hütte auf halbem Weg. Ich hatte das auf Google gesehen, war mir aber nicht sicher, ob man hier bleiben kann. Und das ist tatsächlich so eine Fernwanderhütte von dem Weitwanderweg, der hier durch Island geht. Wie man sieht, sehr schnuckelig. Also ich habe jetzt nichts mehr gebraucht. Ich war vorhin heute Morgen um 9 bis jetzt um 2:30 unterwegs und rauf, runter, links, rechts, durch Flüsse durch. Man droht und fotografiert relativ viel. Ich bleibe jetzt heute Nacht hier. Vanlife ist nicht immer schön. Mir läuft das Abwasser da raus, wo der Lappen liegt. Das Auto steht so ein ganz klein bisschen schräg. Und das ist Abwasser. Und jetzt muss ich den kompletten Schrank auseinanderbauen, um an die Stelle zu kommen. Also, neue Erkenntnisse, da ist es nicht, obwohl es da auch nass ist. Und das ist da, guck mal, das läuft da runter, das kommt von hier. Das ist der Wasserfilter und nicht das Abwasser und deswegen läuft es da unten durch, da musst du drauf kommen. Zusammenbaut ist, also zwei Schrauben und einen kleinen Winkel habe ich übrig. Also hier hätte man jetzt auch die Mondlandung üben können, oder? Das ist so ein krasses Geläuf, Wahnsinn. Wow, ist das wieder geil. Ich habe hier ganz offensichtlich meine Emotionen nicht im Griff. Das war aber auch so grandios. Schwarzer Lavasand mit 40 Sachen durch den Sandbrettern. 2 Kilometer rechts war der Gletscher. Die Sonne scheint. Es war so der Hammer. Das Bergchen im Hintergrund ist der weitere Sehnsuchtsort vieler Fotografen. Warum? Weil er so schön grün aus dieser schwarzen Ebene rausguckt und im Hintergrund der weiße Gletscher. Und ich habe auch noch Glück hier mit dem Wetter. Mal wieder ein Knaller. Von dem Fluss, von dem habe ich gelesen, also die Strecke geht oben durch die Furt und ist aber nicht besonders tief, da der Defender, der hat es auch gemacht. Und stelle ich die Drohne raus, das wird sicher kolossal lässig. Mit diesen grandiosen Bildern verabschiede ich mich aus Teil 5. Kommentare, Likes und Abo, wer noch einen Tipp hat. Im nächsten Video geht es in den Südwesten. Was auf jeden Fall ansteht, ist Schnorcheln. Hier gibt es das klarste Wasser der Welt angeblich. Da kann man eine Schnorcheltour machen. Ich bin dabei. Und im Moment spekuliere ich auf einen Vulkanausbruch. Und zwar die Stelle, die 2022 schon einen Vulkanausbruch hatte. Die brodelt gerade ziemlich und sie spekulieren darauf, dass es demnächst ausbricht. Und da bin ich natürlich dabei. Fließende Lava finde ich ein Traum. Das wäre das i-Tüpfelchen. Bis demnächst. Ciao, ciao.